Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Ram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich wieder einmal Master Yi im Jungle. Ich starte selbstverständlich wie immer mit Machete des Jägers und drei Heiltränken. Und ich skille als erstes die Q. Und ich beginne selbstverständlich wieder auf der Botlane. So, jetzt will ich erstmal schnell die Teams ein wenig sortieren. So, Soraka, ach, Rammus Toplane und Lee Jungle. Zack. Okay, des Weiteren in meinem Team ein Darius auf der Toplane, eine Lux auf der Midlane, Draven als ADC und Tahm Kench als Support. Im Gegnerteam haben wir einen Lee Sin im Jungle, einen Rammus auf der Toplane, von dem werde ich mich auf jeden Fall fernhalten, einen Brand auf der Midlane, Ezreal als ADC und Soraka als Support. Also, oberste Priorität hat es natürlich, nachher die Soraka zu killen. Die kann einem schon das ganze Spiel ein wenig verderben. Und na, zweite, dritte Item wird Flinker Krummsäbel sein. Na, Darius pennt noch ein bisschen. Mal gucken, ob wir ihn aufwecken können. Nö, der pennt noch weiter. Super. Ist ja nur ein Ranked. Hatte ich in letzter Zeit wieder öfters hier auf Kala. Weiß nicht, was hier verkehrt läuft. Okay, reicht, Leute. Oh, mein schöner Pull. Portet da direkt hoch, weil er es verpeilt hat. Ja, kann man auf jeden Fall machen. So. Schnell weiter. Direkt weiter zum Blue Buff. Und dann jungeln, 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 jungeln. Oberste Priorität mit Yi. Ich spiele natürlich wieder Devorah und Rageblade. Und somit so schnell durch wie möglich. Oh, kein Mana. So, jetzt die Krabbe mitnehmen. Wen hatten die Gegner? Einen Lee. Naja gut, im Early möchte ich mich mit dem nicht unbedingt anlegen. Gut, und dann mal First Blood. Naja, warum nicht? Wenn er mir schon so freundlicherweise entgegenspringt, dann nehmen wir natürlich auch gleich mit. So, solange ich den Red und den Blue Buff am Laufen habe, will ich jetzt natürlich nicht unbedingt zurückgehen. Ah, Draven riskiert nicht zu viel da unten. So. Schneller, schneller, schneller. Wenn ich den da unten habe, dann gehe ich doch erstmal weg. Perfection can be achieved.
Granzo einfach mal weggeholt. So, jetzt muss ich aber wirklich back. 1600 Gold. Oh, come on. So, genau gereicht. Wunderbar. Ja, jetzt gehe ich mal... Ich weiß das gar nicht. Kein Gegner zu sehen, kein Farm zu sehen. Doch, da gibt's Farm, da gibt's Farm. Schnell hin. Oh, Toplane ist Lee Sin. Na? Komme ich leider nicht mehr rechtzeitig, aber vielleicht kann ich dann nochmal wen holen. Komm, renn, renn, Lee, renn. Lol, er hat noch gekriegt. Wie geil ist das denn? Mal sehen. Ne, Ramos geht weg. Ah, da pushe ich einmal in den Tower rein. So. Dann geht dem Ramos nämlich die komplette Wave verloren. Und mal gucken, 450 brauche ich insgesamt. Ah, da gehe ich mal helfen. Scheiße! Hat jetzt gar nicht gut geklappt. Da kann man auch mal Scheiße sagen, denke ich. Warum kommt denn der Leader genau um die Ecke? War ja genau das gleiche wie bei meinem Kill vorhin. Damn it! Nun bin ich sauer. Das hat mich jetzt wirklich verärgert. Da brennt dann schon Boots? Ja. Deswegen bin ich da auch so schlecht hinterhergekommen. Oh, da war der Lee, glaube ich, in meinem Jungle. Da ist er. Ich habe noch zu lange für meine Ult. Kann ich mich mit dem Brand noch nicht anlegen? So, als nächstes auf jeden Fall die Boots und dann werde ich Rageblade bauen. Na, haust du da weiter zu? Gekriegt. Oh, ich geh mal zur Botlane runter. Pushen wir die Großen. Oh, kriegt er noch einen Tower-Shot, der erst. Oh. Ich hoffe, die Lux wartet auf mich. Nee, tut sie nicht. Oh, ich brauche wirklich unbedingt Boots. Wieder zurück. Immer noch ein Kill für mich. Hätten sie gewartet, dann hätte keiner unbedingt sterben müssen.
Oh lol! War der Lee auch noch da? Sind sie alle in meinem Jungle unterwegs? Huh, das wird eine harte Runde. Kann ich jetzt schon mal sagen. Oh, ich baue jetzt aber doch erst Klinge des Gest... Nein, mach ich nicht. Mach ich nicht. Erstmal die Quecksilberschärpe. Gut, den Drachen haben sie jetzt. Wird ja auch langsam mal wieder Zeit für einen Yi-Pentakill. Der letzte ist jetzt doch schon ein wenig her. Der Lee macht aber wirklich einen guten Job. Gut, dass er im Late-Game nicht mehr ganz so stark ist. So, ja, der Darus pusht die ganze Zeit gegen den Rammus. So, jetzt mal gucken, ob der Red noch da ist. Nein. Ah, dann hat er die ganze Zeit reingepusht. Ich will da auch nicht zu viel riskieren. Nee. Wieder raus da. Der Brand schon 3 Kills. Nicht wirklich gut. Das ist auch schon Level 10, der gutste. Und solange ich meine Quecksilber noch nicht habe, kann ich gegen den wenig machen. Danach ist allerdings nur noch Opfer für mich. So. Dann nehme ich den Red Buff mit und dann gehe ich den Ezreal mal wegklatschen. So. Ich sollte allerdings so rankommen, weil die Q brauche ich dann... Oh, dammit. Na komm, den kriegen wir aber. Komm, komm. Und die auch noch. Jawohl. Hier war noch ein Pink Ward. Ich muss mich jetzt erstmal zurückziehen. Leute, nicht weitermachen da unbedingt. Kann ich euch jedenfalls nicht sagen. Ich bin nicht mehr dabei. Okay, wenn ich hören will, muss fühlen. So. Zu deinem Blue Buff. Oh, wie viele Kills hat denn der Brand jetzt schon? Oh, 4. 4-1 und Lee auch ganz gut. Ezreal ist okay, aber der hat halt nicht mehr viel zu lachen. So, und jetzt bin ich auch soweit, jetzt kann ich mich auch mit dem Lee Sin locker anlegen. Na, wollen wir mal gucken, ob wir den Lord hier machen können. Ja.
da gleich einer dran hindert. Da Brand misses, hau ich jetzt mal die Ult rein. So, und jetzt muss ich aber weg. Okay. Weiter geht's. Hat mal easy geklappt. Oh, geht schon wieder auf der Botlane ab. Leute, Leute. Ist ja nur ein Geprügel hier. Mal sehen, ob ich die Midlane ein bisschen durchpushen kann. Sind ja, glaube ich, jetzt alle auf der Botlane. Ja, ich werde dann auch mal auf der Botlane vorbeigucken. So, den haben wir. Jetzt will ich nochmal gucken, ob sein Red da ist. Ja, ist er. So. Da ist der Israel. Okay, den haben wir. Ja, ich kann jetzt leider erstmal nicht hinkommen. Bin ich zu angeschlagen. So, und die Boots, dass ich den Gegnern schnell hinterherkomme. Jetzt mal gucken, den Drake holen wir uns aber. Go, go, ye. Ah, was ist da wieder los? Da diven sie lieber, anstatt den Drake zu machen. Oh. Dicke, fette Brand. Oh, oh. Jawohl, so geht's. Jetzt muss ich natürlich aufpassen wegen der Israel-Ulti. Puh. Huiuiui. Hartes Play. Aber auch mit Master Yi muss man wenigstens ein bisschen können. Auch wenn das viele unterschätzen. Komm, kauf. Und jetzt ab zum Drake. Den wollen wir jetzt auf jeden Fall auch haben. Vor den Red Buff mitnehmen. So, und jetzt ab zum Drake. Keine Ahnung, wo die ganzen Gegner stecken. Da unten. Doch, da sind sie alle. War wieder mal eine Trap. Das kennen wir ja schon. Keine Angst, Leute. Gleich ist der Yi da. Komm, jetzt greenen wir. Jawohl. Und er auch noch. So soll es sein. Genau so und nicht anders. Es hat gut ausgesehen und der Darius kann die Toplane durchpushen. Ja, macht ihr den Drake? Ich bin zu lange tot, Leute.
So, noch 5 Sekunden tot. Oh, da kann ich doch nochmal einen Dolch mitnehmen. Ein Dagger. Kennen wir ja alle noch aus WoW. So, wunderbar. So, trotzdem weiter farmen wie großer. Das A und O mit Master Yi. Noch keine Gegner zu sehen. Doch, zweier Top-Lane. Ah, mit den beiden zusammen möchte ich mich nicht so gerne anlegen, aber ich glaube, da habe ich keine andere Wahl. Ja, doch, die kriege ich auch beide. Ja, geht. Das ist die Soraka. Mal sehen, wo sie hin will. Nee, kommt nicht raus. Da war der Lee. Hatte ich noch keine Q ready. Dammit. Dammit, dammit, dammit. Oh, der Brand, der ballert aber auch rein. Ja, 12 zu 3 mittlerweile. Da soll man auch reinballern. Jo, das ist aber platt. Wie eine Flunder. Da kommt der Israel. Oh, Darius will's riskieren. Oh ja. Oh, Amos auch noch. Komm, Darius, renn. Jawohl. Schöne Q nochmal. Und bei mir reicht's für Klinge des gestürzten Königs. Ich geh mal die Botlane weiter pushen. So. Geht ja ganz gut hier alles. Den Tower müssen wir jetzt auch mal kriegen. Oh, mal sehen, ob mir einer entgegenkommt. Nö, sieht nicht so aus. Den überlassen sie mir einfach mal. Push ich jetzt weiter wie ein großer. Egal. Anderen sind alle vorm Baron. Ich hoffe nicht, dass sie den jetzt machen wollen. Dammit. Oh. Oh, noch schnell dodgen. Wow. Mal sehen, den Tower kriege ich aber auch noch, wie es aussieht. Okay, jetzt muss ich immer mal wieder zum Team abdrehen. Die haben sich da alle wegkloppen lassen. Oh, schneller porten. Oh, die wollen doch nicht wirklich Baron. Muss ich jetzt aber flitzen, wenn ich da noch hinkommen will? Nein, machen sie nicht, sonst wäre der Ursurael da mit bei. Und im nächsten Teamfight werde ich auf jeden Fall mit dabei sein. Dann sollte das easy zu machen sein. So. Genug gejungelt. Komm, komm, komm. Nee.
Ich gehe wieder Split pushen. Mein Team dreht ab. Bevor ich jetzt auch zurück muss, gehe ich lieber die Botlane entgegen pushen. So, da sind es immerhin noch 4 gegen 4, wenn ich das richtig sehe. Da ist immer noch keiner da. Doch, jetzt. Jetzt muss ich aber schnell weg. So, immer noch keiner da. So, und ich pushe weiter. Jetzt müssen sie wieder splitten. Kann ein Gegner auch mal ziemlich verrückt machen. Komm schon, Tower. Oh, jetzt müssen sie kommen, sonst habe ich den Inhab. Okay, habe ich auch so. Boah. Okay, aber den Inhab gekriegt. Bin ich sehr zufrieden mit. So. Und dann nochmal Mortis. Und dann bin ich schon Full Build. Das nehme ich auf jeden Fall mit, weil Brand Ezreal ziemlich viel AP-Schaden. Soraka. Rammus geht ja Full Tank. Der einzige ist der Lee. Und naja, einen Lee gegen einen Yi. Weiß man ja, was bei rumkommt. Somit sieht das schon alles ganz gut aus jetzt. So, und bevor ich es vergesse, ich wollte natürlich mein Jungler-Item jetzt mal ändern. So, come on, ab zum Blue Buff. Ich glaube, der armen Lux habe ich noch nicht einen einzigen gegeben. Mache ich normalerweise sehr gerne, aber die Spiel ist so schnelllebig hier. Gerade die Abklingzeitverringerung ist jetzt ja für einen Yi auch nicht schlecht. Und machen wir die Krabbe nochmal schnell mit. Und jetzt freuen wir uns mal auf den nächsten Teamfight. Der jetzt garantiert kommen wird. Da geht's auch schon los. Und? Jawohl. Haben wir auch. Oh oh, die Passive. Die hat natürlich gut reingehauen. So, und meine Botlane hat derweil auch durchgepusht. Das sieht ziemlich gut alles aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Jawohl, GG. Und wenn euch das Game gefallen haben sollte, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ram.